Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Film in meiner Serie über den DJI Spark. Ja, ich hatte vor einiger Zeit meinen Film gemacht über Taschen und in diesem Film über Taschen, da habe ich gefragt, ob ihr auch Interesse habt an Koffern für den Spark. Der Spark ist ja eigentlich ein sehr, sehr kleiner Kopter und je kleiner so ein Kopter ist, umso schwieriger ist das ja mit Koffern, weil die meistens eine Nummer größer sind und man dieses kleine Packmaß irgendwie ja dann doch behalten möchte, konservieren möchte. Und das ist mit Koffern etwas schwieriger möglich als mit Taschen. Ich persönlich bin aber ein großer Fan von Koffern, einfach weil man dort mehr reinbekommt, weil man dort die Sachen sortierter auch unterbringen kann und weil die meistens auch durchaus ein Stückchen robuster sind als Taschen. Und da natürlich der teure Kopter und auch der Spark kostet ja viele hundert Euro, entsprechend besser geschützt ist. Ja, ich habe zwei Koffer heute mal hier von MC Cases, einen etwas größeren mit viel Platz und einen etwas kleineren. Und die wollen wir uns beide mal anschauen. Wir starten hier mit dem kleineren der beiden Koffer. Starten wir zunächst mal mit so ein paar technischen Details. Wir haben hier eine Breite von knapp 25 cm, eine Tiefe von etwa 24 cm und die Höhe, die liegt so bei etwa 12 cm. Das Gewicht prüfen wir natürlich auch noch schnell, da einmal die Waage hier hingelegt und den Koffer drauf gestellt. Das Gewicht liegt bei knapp 900 Gramm. Wenn man das mal so von der Größe hier vergleicht, dann wird man feststellen, das ist eigentlich gar nicht so groß. Hier seht ihr mal im Vergleich, im direkten Vergleich die Original DJI Tasche. Dann haben wir hier für euch nochmal diese klassische Carbon-Tasche. Die ist ein bisschen tiefer, aber dafür hier etwas länger und breiter. Und noch flacher ist hier die Freewell-Tasche, aber die ist auch, das seht ihr, noch größer. Also was die Größe angeht, schneidet der Koffer eigentlich ganz gut ab. Ja, was die Ausstattung angeht, die ist hier wirklich wie immer tadellos. Wir haben hier einen Griff, der kann komplett umgeschwenkt werden. Die ist auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, fast schon gummiartig, liegt also sehr angenehm in der Hand. Wir haben hier zwei Verschlüsse. Wir haben hier die Möglichkeit, den Koffer an beiden Seiten durch diese Ösen zu verschließen. Der ist verstärkt, sowohl hier als auch an der Rückseite alles. Wir haben hier ein durchgehendes Scharnier, also alles, was man so braucht. Und hier, das seht ihr, ist auch ein Druckausgleichsventil, sodass man den auch problemlos im Flugzeug mitnehmen kann. Ja, ich mache ihn mal auf. So sieht er innen drin aus. Ihr kennt diesen Look ja mit dem Rot-Schwarz von anderen Filmen über MC Cases Koffer. Ihr seht, hier ist so ein ja, ein Steg praktisch und hier an der, im Deckel haben wir ein Gummi, sodass der auch relativ luft- und wasserdicht hier verschlossen werden kann. Genauso hier eine Wattierung auch nochmal zusätzlich im Deckel, sodass da also nichts passieren kann. Ja, dann kommen wir zum Innenleben des Koffers. Da werfen wir jetzt natürlich nochmal einen Blick rein und schauen, was da alles so untergebracht werden kann. So, man bekommt hier eine ganze Menge mit, weil, das finde ich so gut an den MC Cases Koffern, weil sich hier wirklich Gedanken darüber gemacht wird, wie kann ich möglichst viel unterbringen und möglichst clever unterbringen. Das fängt schon damit an, dass wir hier das Original DJI Ladegerät mitnehmen können. Das kann hier reingesteckt werden, ganz nach unten durchgeschoben werden. So, und dann können hier die Kabel an der Seite verstaut werden. Dann kann darauf schließlich dann der Spark gesetzt werden. Einmal hier so. Da ist also noch genügend Platz, dass der auch noch reinpasst. Und so haben wir Spark und Ladegerät mit dabei. Die Ladeschale, die passende, die kann hier vorne reingeschoben werden, sodass wir die auch mitnehmen können. Und das Netzkabel, das Original DJI Netzkabel, das passt natürlich auch hier mit rein. Das findet hier Platz. Natürlich haben wir hier in dem Koffer auch Platz für die Fernsteuerung. Die verschwindet hier an der Seite. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, zwei Akkus mitzunehmen. Auch hier ist das alles wunderbar ausgeschnitten. Und man hat hier auch mitgedacht, denn wir können hier den Ladezustand der Akkus problemlos prüfen und sehen den, weil hier eben die Schalter und auch die LEDs oben angebracht sind. Dann bleibt hier noch ein einziges kleines Fach übrig. Da können wir zum Beispiel hier
Ersatzpropeller drin verstauen, ein paar Ersatzpropeller, sodass wir die auch mitnehmen können. Oder wenn ihr hier auf diese Verpackung, die ja sowieso nicht so wunderbar ist, sie fällt hier schon auseinander, dann kann man da sicherlich auch noch ein paar mehr reinsetzen. Ich nehme das hier mal und stecke die hier mal so lose rein, dann seht ihr schon, das passt, sodass wir hier auch einen kompletten Satz Propeller mitnehmen können. Also, drei Akkus, der Spark, die Fernsteuerung, die Ladeschale, das Netzteil mit Kabel und wir haben auch noch einen vollen Satz Ersatzpropeller. Wir bekommen hier also eine ganze Menge rein und das ist das Schöne daran, auch alles sehr geordnet. Kommen wir dann zum größeren Modell. Der hat natürlich etwas größere Ausmaße. Wir haben hier eine Breite von etwa 33 cm, eine Tiefe von ungefähr 30 cm bis zur Vorderseite des Griffes und die Höhe, die liegt bei etwa 15 cm. Auch den stellen wir noch mal ganz kurz hier auf die Waage. Ich muss mal gucken, ob mir das gelingt. Jawohl, der hat 1,8 Kilogramm Gewicht. Das ist also einiges mehr, doppelt so viel wie gerade eben. Aber der hat natürlich auch ein bisschen was mehr zu bieten im Innern. Äußerlich unterscheiden sich die beiden nicht. Auch hier haben wir die beiden Ösen zum Verschließen des Koffers. Wir haben hier zwei Schnallen, die den Koffer festhalten. Den Griff, der so leicht gummiartig ist. Das Druckausgleichsventil, die Verstärkungen, das durchgehende Scharnier hier auf der Rückseite. All das ist vorhanden. Und natürlich ist auch hier die Variante entsprechend wasser- und staubdicht. Ja, ich halte ihn noch mal ganz kurz so zum Vergleich, zum Größenvergleich noch mal neben die anderen Taschen, so wie eben auch. Das heißt, ich zeige euch hier mal im Vergleich jetzt die Freewell-Tasche. Die sieht so aus, die Breite ist oder die Maße sind fast identisch, nur der Koffer ist halt fast doppelt so hoch. Hier bei der Carbon-Tasche, da sieht es ähnlich aus, auch hier von den Maßen her. Die ist vielleicht ein bisschen schmaler, dafür ein bisschen höher, aber man sieht den Unterschied schon deutlich. Und ganz deutlich wird es natürlich, wenn wir den jetzt hier mit der DJI-Tasche vergleichen. Ich muss mal schauen, dass ich das hier so ein bisschen verstaue hier. Dann seht ihr schon, das ist also deutlich geringer. Da kann man also ganz locker fast schon zwei DJI-Taschen nutzen, was das Packmaß dieses Koffers angeht. Aber jetzt werfen wir einen Blick ins Innere und schauen, was wir da alles drin verstaut bekommen. Das Innenleben des Koffers bietet hier auch wieder vielfältige Möglichkeiten und wir haben auch hier wieder die Möglichkeit, das Netzteil unseres Ladegerätes hier unter den Spark zu platzieren. Die Kabel, die gehen hier so an der Seite entlang. Ja, dann können wir hier eigentlich auch schon direkt den Spark einmal oben drauf setzen. Der passt dann hier wunderbar noch rein. Außerdem haben wir Platz für insgesamt 6 Akkus. Einer ist ja schon hier im Spark, dann können wir hier einen weiteren reinsetzen, hier einen weiteren reinsetzen, hier kann ein weiterer Akku reingesetzt werden, hier ein weiterer Akku und wir können auch, das seht ihr schon, hier noch einen weiteren reinsetzen. So viele Akkus habe ich gar nicht, um die hier alle reinsetzen zu können. Ja, dann gibt es natürlich Platz für die Fernsteuerung. Hier ist es aber so, wenn ihr mal genau schaut, dann ist da noch so ein kleines Loch und wenn wir da mal dran ziehen, dann können wir hier so ein Teil rausnehmen und da unten drunter ist noch mal ein kleines Fach. Dort könnt ihr zum Beispiel hier die Ersatzpropeller reinschmeißen, aber auch andere kleine Teile und das sogar aufgeklappt. Das passt dann hier wunderbar noch rein und die Fernsteuerung, die wird dann einfach obendrauf hochkant reingesetzt. Ja, ansonsten haben wir natürlich hier auch noch Platz für die anderen Sachen. Hier ist dieser Ladehub, der kommt hier an der Seite rein. Dann haben wir hier einen Platz für das Netzkabel zum Laden. Das passt hier wunderbar rein. Außerdem haben wir hier noch 4 Fächer und die sind für die Prop Guards. Die können hier ebenfalls mit reingesetzt werden, sodass man hier ganz bequem alles reinbekommt, was in der Flymore Combo enthalten ist. Das passt hier alles wunderbar rein. Man hat das dann alles komplett mit drin. Ja, außerdem sind noch 2 Fächer frei hier an der Seite. Die sind relativ tief, sodass man da auch noch ein paar Sachen reintun kann. Aber ihr seht es schon, die sind hier schon auch von der Größe her begrenzt. Und wir haben hier noch ein schmales, flaches Fach. Da tue ich zum Beispiel hier meine Dimecard rein, um SD-Karten und sowas bequem und aufgeräumt mitnehmen zu können. Das also hier die Möglichkeiten bei dem großen Koffer.
Ja, soweit mein Review hier dieser beiden Koffer von MC Cases. Der kleinere von beiden, der hat mir sehr gut gefallen. Das Packmaß, das geringe Packmaß hat mich wirklich überrascht. Das kann durchaus mit einer Tasche mithalten, ist dafür aber im Inneren etwas intelligenter, etwas durchdachter, aufgeräumter vielleicht auch. Und der Koffer selbst ist natürlich wesentlich robuster, beziehungsweise ja auch wasser- und staubdicht im Vergleich zu einer Tasche. Also wirklich eine ganz klare Empfehlung hier, dieser kleine Koffer, kann man nicht meckern. Da gibt es von der Ausstattung her ist alles top, wunderbar. Kostenpunkt hier 60 Euro. Verlinke ich euch natürlich wie immer unten drunter. Der große, da sieht es ähnlich aus, der hat mir auch sehr gut gefallen. Am Koffer selbst gibt es wenig zu bemängeln. Innen drin, die Ausstattung ist auch top, gibt es nur einen einzigen Kritikpunkt, komme ich gleich zu. Der hat natürlich nur jetzt schon auch eine Größenordnung, wo man sagen muss, okay, das ist schon nicht mehr so einfach zu transportieren. Dafür aber hat man natürlich hier auch eine ganze Menge drin. Und das wird vermutlich hier mein Koffer werden für den Winter. Wenn ich nicht mehr so viel fliege, dann wird hier alles sauber und Wasser- und Staubdicht drin verstaut. Einziger Kritikpunkt, den ich hier habe, ist, dass es mir so ein bisschen bei dem Großen an Flexibilität im Innenraum fehlt. Ich verstehe natürlich, man will alles so klein wie möglich bekommen. Deswegen muss man alles genauestens planen. Das hat MC Cases hier auch wunderbar hinbekommen. Allerdings bei einem Koffer, der sowieso schon ein bisschen größer ist, hätte ich mir da ein bisschen mehr Flexibilität gewünscht. Vor allen Dingen hier, was diese Prop Guards angeht. Das sind ja doch Dinger, die braucht man im Prinzip eigentlich eher selten. Dafür hat man hier relativ viel Platz verschenkt, um diese 4 Prop Guards hier irgendwie sauber unterzubringen. Das ist insofern unproblematisch, wenn man was hat, wie zum Beispiel hier diese ND-Filter, die wunderbar dort ebenfalls reinpassen. Dann kann man das eben rausnehmen und setzt die ND-Filter da rein. Wenn man aber etwas hat wie das hier zum Beispiel, das ist eine Tablet-Halterung für den Spark, stelle ich euch vielleicht auch nochmal irgendwann vor, dann wird es schon ein bisschen problematischer, denn die passt hier nirgendwo rein. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, man hätte hier an der Seite ein großes Fach gehabt, ein Krimskramsfach meinetwegen, wo man zum einen hier die Prop Guards so en bloc hätte reinschmeißen können, aber auch die Flexibilität gehabt hätte, um hier eben mal sowas etwas Größeres oder andere Zubehörteile noch einfach reinzuschmeißen. Ja, das ist aber wirklich der einzige Kritikpunkt. Ansonsten ist auch der hier wirklich top und eine klare Empfehlung. Wie gesagt, 60 Euro, 70 Euro verlinke ich euch unten drunter natürlich, wie immer in der Beschreibung des Films. Ja, das war es mal wieder von mir. Ich hoffe, mein Film über die Koffer für den Spark haben euch gefallen. Und falls ja, dann freue ich mich natürlich wie immer über nette Kommentare hier unten drunter. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, das würde mich echt freuen. Empfehlt mich weiter und falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, dann abonniert hier den Kanal, damit ihr die kommenden Filme eben nicht verpasst. Ja, wenn ihr über die Koffer diskutieren wollt, gerne unten in den Kommentaren, aber natürlich auch im Forum unbedingt reinschauen. www.copterforum.de, Deutschlands größtes Forum zum Thema Drohnen. Von mir, wie immer zum Abschluss, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.